Der Hankenhof hat zwei neue Mitbewohner. Tamme Hankens neuer Lehrling Anton ist mitsamt seinem Kaltblüter Max eingezogen. Der soll in der hofeigenen Pferdesauna auf Vordermann gebracht werden. Doch die Pferde hier reinzubringen ist gar nicht so leicht. Anton, weißt du was? Wenn die Gäule zu groß sind, die ist ja nicht so hoch, die können sich leicht stoßen. Und ich habe es nur getan, um die Wärme und den Inhalierzeug da drin zu behalten. Mein Trick ist, diese Eichenpfahle wird nass gemacht, dann wird es schwarz. Und über Schwarze gehen Pferde nicht gerne. Sie heben dann die Beine hoch und tauchen mit dem Kopf runter. Also aufmachen, nass machen, wenn die Pferde größer sind wie das Eingangsloch. Und wenn du keine Angst hast, haben die auch keine Angst. Stimmt das, Tati? Ja. Sehr gut. Doch vor dem Saunabesuch wird geduscht. Das gilt auch für Pferde. Max wird in der Pferdewaschanlage gleich von drei Seiten bearbeitet. Und auch der Chef packt höchstpersönlich mit an. Lehrstunde inbegriffen. Hallo, hallo. Der hat ja so langes Haar. Der Dreck sitzt ja nicht oben. Wenn du so machst, erreichst du das nicht. Immer gegen Strom. Okay. So musst du immer rein. Und dann musst du immer mit so leicht und mit Druck hoch. Verstehst du das? Ja. Meinst du, wie dem das gefällt? Anton gibt sich Mühe. Ist ja schließlich auch sein Pferd. Doch Lehrmeister Tamme weiß, dass das noch besser geht. Weißt du, was ganz wichtig ist? Schuppen kommen hier am Schweif. Ja. So im Hochnehmen und eben richtig bis ins Arschloch ran. Das muss schön gewaschen werden, dass die Säure darunter geht. Alles gut. Dein Schätzelein, das wird er dir nie vergessen. So, jetzt nehmen wir den Vogel und rein in die Sauna. Das machst du super. Auf dem Hankenhof gibt es tatsächlich eine Sauna für Pferde. Unter anderem, um den Kreislauf der Tiere auf Trab zu bringen und die Muskeln zu entspannen. So eine Wellnesskur haben weder Anton noch Max je erlebt. Es ist vollbracht. Die Pferdesauna bietet noch weitere Vorzüge. Schwitzen zum Entschlacken, für Muskelentspannung, Stoffwechsel anregen. Darf ja ruhig ein bisschen zunehmen, ne? Ja. Das heißt, auch Stoffwechsel alles umsetzt. Dann alles, was mit Atemwegen zu tun hat. Carmen Hanken hat in den letzten Jahren gemeinsam mit ihrem Mann das Reha-Zentrum für lädierte und kranke Pferde aufgebaut. Dazu gehört unter anderem auch ein Aquatrainer. Anton soll ein anderes Pferd für das Fitnessgerät vorbereiten. Schönen Tom. Tom! Ja. Und wie funktioniert das Gerät jetzt hier? Das zeige ich dir jetzt gleich an der Steuerung. Jetzt wird erstmal dicht gemacht. Ist das wohl dicht, das Ventil? Ja. Wie fest? So, dass da gleich kein Wasser rauskommt. Der Aquatrainer ist Teil des Reha-Programms, das Tamme und Carmen entwickelt haben. Da ist jetzt ein Knopf, da drücken wir drauf. Ja. Jetzt kommt das Display. Start ist, der ist schwarz. Und jetzt geben wir Wasser zu. Jetzt geben wir das Laufband an. Und jetzt kommt das Wasser hoch und wir lassen jetzt einfach uns überraschen. Der Aquatrainer ist ein überdimensionales Laufband, das sich unter Wasser und unter dem Pferd bewegt. Aquajogging für Pferde also. Du hast hier ein Pferd in der Reha. Tamme behandelt das erst, dass du auf dem chiropraktisch alles gut hast, wie es muss. Dann arbeitest du im Wechsel mit Aquatrainer und unser Training, was ich mache. Und dann wieder zum Entschlacken alle paar Tage in die Sauna. Schneller kannst du kein Pferd wieder schüssig kriegen. Das geht so schnell. Wahnsinn. Kaltblüter Max hat seinen Saunagang hinter sich gebracht. Es folgt die kalte Dusche. Der Schweiß muss abgespült werden. Tamme nimmt seinen neuen Lehrling gleich hart an die Kandare. Genau, richtig unterm Schweif auch das Arschloch. Richtig so schön mit Abwienern. Da kommen Pferde nämlich nie hin, Tati. Anton, erklär mir mal den Huf, die Farbe außen. Die Farbe? Was fällt dir da drauf auf? Farblich. Du siehst die hellen Streifen. Und hier ist rötlich. Das ist rötlich. Und das bedeutet, dein Pferd hat außen immer zu viel Druck gekriegt. Jetzt ist Blut runtergelaufen. Das nennt man eine blutige Steingalle. Ja. Das gehört da nicht hin. Wenn der Schmied das sieht und er ist von oben bis unten schon durchgeblutet, das bedeutet, er hat ihn immer falsch beschlagen. Darum tun deinem Pferd die Füße weh. Mir gefällt das hier auf dem Hankenhof total super. Sind alle total freundlich zu mir. Habe auch schon eine Menge von Tamme gelernt oder beziehungsweise erzählt bekommen.
wie was gemacht wird mit den Pferden und ich hoffe, dass es so weitergeht. Doch nun wartet der unangenehme Teil der Frischzellenkur auf Antons Kaltblut. Der Hoftierarzt Hans-Jörg ist eingetroffen. Er will dem Hengst über eine Magensonde eine Wurmkur verabreichen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Max auf die Schlundsonde aufnehmen möchte. Hast du sowas schon mal mitgemacht? Nein, noch nie. Okay, also Hintergrund ist folgender. Also ein Pferd, dem kannst du nicht größere Mengen reingeben, wenn er das nicht will. Du kannst ihm wohl eine Wurmpaste reindrücken. Manchmal spuckt er die aus und manchmal auch nicht. Aber wenn das größere Mengen sind, so ein halber Liter oder mehr, das kriegst du beim Pferd nicht rein, weil der spuckt dir das immer entgegen. Ja. Die einzige Möglichkeit, die es bei einem Pferd gibt, ist, er kriegt hier durch die Nase eine Sonde geschoben, die schiebt sich dann ganz hier oben lang. Das ist ja flutschen. Es muss ja flutschen und rutschen. Eine meterlange Sonde in den Bauch von seinem lieben Max. Und dann noch eine Riesenladung eklige Wurmpaste. Pferde-Wellness hat Anton sich anders vorgestellt. Ich hatte schon Schiss, als ich mitbekommen habe, dass der Tierarzt gesagt hat, dass Max den Schlauch in die Nase gesteckt bekommt und dass das dann direkt in den Magen reinkommt, das Mittel gegen die Würmer. Weil ich weiß nicht, ob man das Pferd irgendwie verletzen kann, aber der Tierarzt macht seinen Job schon richtig. Ich hoffe, dass das hilft und darauf kommt es mal an. Jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kitzelt mir das gleich in der Nase. Ich muss sehen, dass ich in die richtige Etage reinkomme. Das kann man nachher riechen. Bin ich. Und jetzt kommt auch an, dass er gleich mal schluckt. So. Er hat geschluckt. Habt ihr es gehört? Ja. Ruhig. Das killert ihn natürlich jetzt. Aber also das Entschimmste haben wir schon hinter uns. So, das ist schon mal sehr gut. Er hat sich das sehr gut schieben lassen. Jetzt machen wir erst einmal Wasser vorweg. Das ist jetzt die Kontrolle, dass wir richtig sind. Das ist das wegblubbern. Wenn Wasser mal ins falsche Loch kommt, in die Lunge, so. Das ist überhaupt nichts. Jetzt kommt unser gutes Gift. Also Loch passt. Oh. Hallo? Das ist das Teuerste, dass mir hier nichts mit passiert. So, einmal ein Trichter voll Gift. Oh. Der muss jetzt rein. Der läuft jetzt sozusagen so rein, ohne dass er da was von merkt. Und es ist schon alles, spülen wir noch mal ordentlich nach, damit auch nichts verloren bleibt. Guck, also so ein Stück sind wir da drin gewesen, ne? Ist ja wunderbar. Max hat die Prozedur gut überstanden und darf nun unter den Wärmelampen trocknen und entspannen.